Don't fight the fat. Bekämpfe nicht die Fett. Das war jahrelang der Spruch der Bullen. Und ja, sie hatten recht, egal wie miserabel die fundamentale Situation war. Finanzkrise, dann Corona. Die Notenbanken, vor allem die Fed, sind all in gegangen, haben Liquidität in die Märkte gepumpt und so konnte dieser Kontrast zwischen Realität, ökonomischer Realität und den Finanzmärkten so groß werden, eben weil die Märkte sich vorwiegend für Liquidität interessieren. Dementsprechend lautete das Motto der letzten Jahre Buy the Dip. Aber all das konnte funktionieren, weil Inflation kein Thema war. Jetzt ist Inflation ein Thema. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Fed nicht mehr dein Freund und Helfer ist, sondern der Gegner der Aktienmärkte. Und diese Gegnerschaft hat heute der ehemalige Chef der New York Fed, Bill Dudley, klar auf den Punkt gebracht. Wir hatten gestern die Aussagen von Lael Brainard, heute die Aussagen von Bill Dudley, die in ihrer Eindeutigkeit jeweils nicht zu überbieten sind. Schauen wir uns mal an, was Dudley gesagt hat. Und die Aktienmärkte haben sofort darauf reagiert. Die Wall Street hat reagiert. Die Investoren sollten mehr Aufmerksamkeit richten, dass die Fed darauf richten, dass die Fed die Financial Conditions strafen muss. Wenn das nicht von selber passiert, dann muss die Fed das tun. Die muss die Märkte schocken, wie er sagt, indem sie die Zinsen deutlich stärker anhebt, als die Märkte jetzt erwarten. Und one way or another to get inflation under control, the Fed will need to push bond yields higher and stock prices lower. Also Bondrenditen, Anleiherenditen höher und Aktienkurse niedriger. Schauen wir uns jetzt mal an, was gestern Lael Brainard, die Fed-Vizechefin, gesagt hat. Wir werden so lange die Zinsen anheben und vor allem eben die Bilanzreduzierung ab Mai machen, um die Inflation unter Kontrolle zu kriegen. Und die Fed, und das ist glaube ich das, was viele nicht sehen oder sehen wollen, die jahrelang im Camp der Bullen waren und das hat ja auch hervorragend funktioniert, aber don't fight the Fed gilt eben immer, dann eben auch, wenn die Zeiten sich geändert haben, wenn der Wind sich gedreht hat. Die Fed ist bereit, die Wirtschaft in den USA in eine Rezession zu schicken und warum, das sehen Sie unten in diesem Chart. Der Grund ist schlichtweg der, wenn die Inflation hoch ist, dann kommt so oder so eine Rezession, weil die Nachfrage nachlässt, weil der Konsum zurückgeht, weil den Leuten die ganze Geschichte zu teuer ist, man investiert nicht mehr etc., dann kommt also eine Rezession. Wir sehen das hier in dieser unteren Grafik immer wieder. Spitzeninflation und Bums, Rezession, die Rezession hier dunkelblau gestrichelt. Das heißt, sie bekommen so oder so früher oder später eine Rezession. Dann versucht man auch lieber die Dinge einigermaßen unter Kontrolle zu behalten durch eine straffere Geldpolitik, als die Dinge jetzt noch weiter heiß laufen zu lassen, noch heißer als sie ja lange gewesen sind, um dann komplett aus der Kurve zu fliegen. Da ist die Entscheidung eindeutig. Diese Entscheidung hat Harker von der San Francisco Fed heute nochmal ganz klar betont, auch mit Bilanzreduzierung etc. Und Sven Hendrik weist nochmal darauf hin, don't fight the Fed, works both ways. Ist also keine Einbahnstraße, sondern wenn dieses Prinzip gilt, dann gilt es auch dann, wenn die Fed die Geldpolitik straft, mithin also Liquidität entzieht. Und wenn Liquidität das Lebenselixier der Aktienmärkte ist, dann ist dieser Liquiditätsentzug nicht gut. Das heißt nicht für alle Aktien, nicht für alle Aktienklassen, aber für bestimmte Aktienklassen und zum Beispiel für die Klasse der Tech-Aktien. Jetzt sehen wir hier, dass der Nasdaq 100 seit dem 16. März, als Paul im Grunde das gesagt hat, was Brainard gestern gesagt hat, indirekt auch das gesagt hat, was heute Bill Dudley gesagt hat, dennoch ist der Nasdaq fast 10% gestiegen, während die Anleiherenditen 23% gestiegen sind, nämlich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe hat sich um 23% nach oben geschraubt, heute ja bei 2,65 schon gewesen. Und Julian Bridgen verweist darauf, die Fed arbeitet über den Kanal der Bonds, also der Anleiherenditen, Credit, also Kredite, und FX, also praktisch Währungskurse und Equity Markets to tighten financial conditions and slow growth. Wir haben eine überhitzte Wirtschaft und die US-Wirtschaft und die Fed muss diese überhitzte Wirtschaft abkühlen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sich manche Financial Conditions schon durchaus gestraft haben. Hier sehen wir ja die 10-jährige US-Anleiherendite massiv nach oben gegangen, kommt jetzt an einen kurzfristigen Widerstand. Deswegen sind wir nicht so nachhaltig über die 2,66% drüber gekommen heute. Aber dieses Pattern, dieses Muster
deutet darauf hin, dass wir über die 3% gehen werden bei den 10-jährigen Anleiherenditen. Und wir sehen vor allem diese Straffung der Financial Conditions am US-Immobilienmarkt. Hier die 30-jährige Mortgage Rate über 5% gestiegen. Und wir sehen das dann auch in den sogenannten MBA Mortgage Applications, also die Hypothekenkreditanträge. Die Leute beantragen also Kredite und das wird ermittelt, ist das mehr geworden, ist es weniger geworden. Und wir sind seit Wochen im freien Fall, jede Woche minus 6%, so in dieser Woche, letzte Woche waren es minus 6,8%. Also wir sehen die Bremsspuren schon ganz deutlich am US-Immobilienmarkt. Und oh Wunder, wir sehen, dass die Immobilienaktien 25% schlechter derzeit laufen seit Jahresbeginn als der Leitindex S&P 500. Also wir ahnen schon, aus welcher Richtung der Gegenwind kommt. Jetzt gucken wir uns mal an, warum die Fed meint, das machen zu können jetzt oder machen zu müssen. Wie gesagt, Rezession kommt so oder so, Pest oder Cholera, nehme ich lieber Cholera. Jetzt sehen wir hier mal das Vermögen der US-Haushalte. Da ist inkludiert Immobilienvermögen und eben Aktienvermögen. Und hier sehen wir, wie massiv das Ganze und Anleihen, wie massiv das Ganze hier nach oben geschossen ist, sich von dem normalen Trend, der seit den 80er Jahren durchaus ja nach oben weist, massiv entkoppelt hat. Wenn wir also hier deutliche Abschläge sehen, sowohl bei den Immobilienpreisen als auch bei den Aktienpreisen, dann ist das eine Rückkehr zum Trendwachstum sozusagen und korrigiert diesen massiven Exzess, den wir hier haben. Das wird vor allem im Immobilienbereich für den einen oder anderen sehr, sehr schmerzhaft, denn viele Amerikaner nutzen ihre eigene Immobilie als Kreditkarte, beleihen also ständig ihr eigenes Haus, bekommen dafür schön Cash, konsumieren, und die Fed glaubt an diese untere Statistik, die sagt ja, die Modelle zeigen hier, dass ein Rezessionsrisiko in den nächsten 12 Monaten praktisch bei Null ist. Okay, kann man darüber diskutieren, ob das eintritt oder nicht. Wir sehen allerdings einige Anzeichen, dass diese Einschätzung sehr, sehr optimistisch ist. Dazu muss man nämlich mal sich die Intramarktanalyse angucken. Also, wie verhalten sich einzelne Sektoren? Schauen Sie sich mal hier den Retail-Index an, also der praktisch, ja, Retailer, Einzelhändler, Geschäfte etc. abbildet. Hier sehen wir, dass der deutlich schlechter performt als der S&P 500. Hier der Bereich Apparel und Accessoires. Apparel ist Bekleidung, Mode, diese ganze Geschichte. Hier sehen wir, da geht es deutlich nach unten. Jetzt gucken Sie mal auf das XRT. Das ist das maßgebliche Retail-ETF, also praktisch Einzelhandels-ETF, wenn man so will, und auf den Transportation-ETF IYT. Man sagt ja, okay, das eine ist Konsum, die Einzelhändler, Geschäfte etc. und das andere ist Transport. Beides ein sehr, sehr guter Frühindikator, wie es mit der Wirtschaft läuft, und das gegenübergestellt dem S&P 500. Der S&P 500 hier dunkelblau. Nach diesem Ditch nach unten seit Jahresbeginn bis Mitte März dann wieder deutlich erholt, während diese Sektoren Retail und Transportation sich überhaupt nicht erholt haben, anzeigen, da kommt eine Rezession, da kommt eine Abschwächung. Und Stan Druckenmiller, der legendäre Hedgefondsmanager, hat gesagt, also der beste ökonomische Indikator, den ich kenne, das sind die Aktienmärkte, aber nicht die Aktienmärkte als solche, sondern das Innere der Aktienmärkte, also die verschiedenen Sektoren, was die für Botschaften uns geben über die kommende Situation. Und hier sehen wir vielleicht auch eine Botschaft: Energie war ja jahrelang fast schon verprügelt, vor allem hier in Zeiten der Niedrig- und Nullzinspolitik, der massiven Liquidität der Notenbanken. Tech war das ganz große Ding, aber wir sehen, dass Energie jetzt langsam sich wieder erholt und zumindest zum Trend zurückkehrt. Da wäre noch eine weite Strecke nach oben zu absolvieren. Das waren also die Amerikaner. Und jetzt kommen wir zum lustigen Trauerspiel der EZB hierzulande. Wir sehen die Erzeugerpreise in der Eurozone um 31,4% zum Vorjahresmonat gestiegen. Ja, das ist ein bisschen was Inflation. Der Chefvolkswirt der EZB, Laney, hatte gesagt, ja, also wir dürfen da nicht überreagieren bei dieser hohen Inflation. Das sollten wir doch besser nicht tun. Naja, sie haben bis jetzt nicht wirklich überreagiert, könnte man sagen. Und dann der italienische Notenbanker Panetta, der sagt, ja, also uns, wenn wir jetzt hier zu rigide agieren, dann würden wir die Wirtschaft abwürgen, crashing the economy, denn er sagt ja, dieser Ukraine-Krieg, der wird natürlich ökonomische Spuren hinterlassen.
und wir müssten schon die Nachfrage jetzt massiv nach unten drücken, was aber dann die Wirtschaft nach unten drückt, um die Inflation nach unten zu bringen. Also der Italiener Panetta warnt, Panetta ist übrigens so ein Weihnachtskuchen mit Rosinen drin. Und wir sehen an folgender Aussage hier von Panetta, nämlich, dass er allerdings keine Zweitrundeneffekte fürchtet, nämlich Lohnsteigerungen, weil die Märkte würden ja auf die Glaubwürdigkeit der EZB vertrauen, Preisstabilität zu garantieren. Also das ist ein echter Panetta, eine echte Panetta, ein echter Weihnachtskuchen mit Rosinen, etwa derselbe IQ wie eine Panetta. In dieser Aussage, welche Glaubwürdigkeit der EZB, davon kann ja überhaupt keine Rede mehr sein. Jetzt könnte die Inflation bald auf 10% steigen, wenn wir uns den City Economic Surprise Index, Inflation Surprise Index für die Eurozone anschauen. Also das dürfte bald wahrscheinlich zweistellig werden, aber gut, dass wir hier Leute wie Panetta, Lagarde und wie sie alle heißen haben, die leicht hinter der Kurve sind, die aber natürlich dann auch unter Druck kommen durch die FED, wenn die FED die Zinsen anhebt. Jetzt haben wir heute in Deutschland interessante Aussagen von Habeck bekommen, dem Wirtschaftsminister. Und da ist wirklich etwas passiert in Sachen erneuerbaren Energien. Das wird nicht alles perfekt sein, aber ein entscheidender Punkt, und ich habe mit dem einen oder anderen gesprochen, der selber in solchen Projekten steckt, der weiß, wie schwierig es ist, solche Projekte umzusetzen, vor allem wegen der deutschen Verwaltung. Aber jetzt hat Habeck etwas verankert, nämlich das überragende öffentliche Interesse. Bisher haben wir in vielen Bereichen ja eine sehr träge, sehr zähe Verhinderungsbürokratie, die muss jetzt sozusagen so ein bisschen in den Quark kommen. Insofern ist das schon ein Fortschritt, wenn man sich das Ganze durchliest. Dann sieht man schon, wie dramatisch die Lage ist. Da hat das Wirtschaftsministerium dann ein Papier rausgebracht, eine Analyse rausgebracht. Eine dramatische Situation, in der wir sind. Und wir drehen Putin mehr oder weniger den Hahn ab. Dann wird er uns wahrscheinlich auch den Hahn abdrehen, sprich das Gas abdrehen, vielleicht auch das Öl abdrehen. Apropos Russland, hier sehen wir, dass zum Beispiel die Dinge da auch schon nicht gerade gut laufen. Da sind zum Beispiel die Verkäufe neuer Autos um 60% im März gefallen zum Vormonat. Und das liegt daran, dass erstens sehr wenig Angebot da ist, weil die ganzen westlichen Sachen kaum mehr zur Verfügung stehen, dass die Preise massiv gestiegen sind und da also auch die Dinge langsam natürlich Wirkung zeigen, das sieht man auch in den sogenannten Kosten für Credit Insurance, also wenn man jetzt zum Beispiel russische Staatsanleihen hält und als institutioneller Investor und die dann absichert durch eine Versicherung, naja, falls die pleite gehen, dann muss die Versicherung zahlen. Jetzt preisen diese Credit Insurance Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 99% ein, dass innerhalb eines Jahres Russland einen Default machen wird, also praktisch seine Anleihenkunden nicht mehr bedienen wird. Jetzt sagt Russland, okay, wir können ja unsere Schulden auch in Rubel bezahlen, nachdem das US-Finanzministerium Dollar-Vermögen geblockt hat, die russischen Banken bei amerikanischen Banken liegen haben. Dennoch ist der Rubel jetzt auf den Stand gestiegen, bei dem er vor dem Ukraine-Krieg war. Da gibt es einen interessanten Punkt, je stärker der Rubel wird, umso problematischer wird das für die Wirtschaft in Russland. So absurd es klingt, aber das ist die sogenannte holländische Krankheit, können Sie ja vielleicht mal nachschlagen. Jetzt kommt dazu, dass China auch sehr vorsichtig ist. Jetzt hat zum Beispiel das staatliche Raffinerieunternehmen Sinopec oder die Unternehmen CNOOC, PetroChina und Sinochem haben gesagt, dass sie sich an die noch bestehenden Aufträge halten. Man arbeitet also die Aufträge, die man geschlossen hat, mit russischen Ölfirmen ab, aber man schließt keine neuen Kontrakte mehr ab. Die Chinesen haben sehr genau gehört, was die EU gesagt hat. Für China ist die EU ein riesiger Absatzmarkt, Russland ein praktisch nicht existenter Absatzmarkt. Klar, da ist schon Handel, aber das ist im Vergleich zur EU ein Witz. Und man hat schlichtweg Angst, eben, dass man hier Probleme bekommt, im europäischen Markt Probleme bekommt und dann überlegt man, ja, Risk Management, was ist uns jetzt mehr wert? Also sagt man, okay, obwohl jetzt das Öl zum Beispiel mit einem massiven Discount angeboten wird, gibt es andere Issues, wie zum Beispiel, naja, wie kannst du, wenn du zum Beispiel eine Ladung russisches Öl bestellst, den Schifftransport, wie kannst du das versichern? Da gibt es keine Versicherung mehr, die das bezahlt. Dann Zahlungsprobleme, die daraus entstehen könnten. Also wir sehen, die Chinesen, die überlegen sich schon sehr genau,
sozusagen, was auch für sie jetzt auf dem Spiel steht. Und wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, Griechenland zahlt seine Schulden, seine IWF-Schulden zurück. Und in der Tagesschau, wie mein Kollege rausgearbeitet hat, schien das so, als wäre Griechenland jetzt komplett über den Berg. Das Gegenteil ist der Fall. Und die Polen hat heute der EZB gezeigt, wie es ginge. Die haben den Leitzins um 1% angehoben heute, also um 100 Basispunkte. Viel mehr als erwartet, also da ist man in der Lage zu agieren. Ich will Ihnen noch zwei Hinweise geben, die Sie nach meinem Video konsumieren könnten, nämlich Shanghai Lockdown. Da passieren krasse Dinge in Shanghai. Hier eine Drohne, die die Bevölkerung auffordert, doch bitte die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Da ist wahnsinnig viel menschliches Leid, da sterben Leute, die medizinisch nicht versorgt werden, da werden Kinder von den Eltern getrennt. Also es ist diese Null-Corona-Politik echt krass und wird immer krasser. Da haben wir heute neue Aussagen eines Augenzeugen, der anonym bleiben will, der das alles am eigenen Leib erlebt, hier in einem Artikel mitverarbeitet, unter dem Video verlinkt. Und dann noch, wie mein zweitbester Freund Marcello Fracerino sich vorstellt, wie eine Zinsanhebung der EZB die Energiepreise absenken soll. Der Marcello hat ja gesagt, gibt keine Inflation, macht euch keine Sorgen, Panikmacher. Jetzt hat er ein bisschen Unruhe, der Marcello, und ein super Vorschlag, wie das jetzt geht mit seinem TIW. Also auf Marcello hören heißt siegen lernen. Um 20 Uhr, meine Damen und Herren, kommt das FOMC-Protokoll, das FED-Protokoll bei Finanzmarktwelt. Schauen Sie da mal rein, wenn Sie meinen Markenflüster hier gesehen haben. Finanzmarktwelt.de, da werde ich die wichtigsten Punkte rausarbeiten und verweise nochmal auf die beiden Artikel über Shanghai Lockdown, der krass ist, und über zweite beste Freunde Marcello Fracerino. Ich sage Servus und ciao.